Hallo, willkommen zum neuesten Video von UM. Wir haben hier ein Just for Fun Custom gespielt mit UN und ihr seht das hier aus der Sicht von Hilal, das ist die kleine Schwester von Destiny Elite. Wir haben das Custom gespielt gegen NXG I6, NXG BK Returns, HI Fantastics und gegen R2K Sigma. Also ich finde die zwar jetzt nicht so gut, aber in dem Spiel hier haben sie gut gespielt. Ich war jetzt auch eine Zeit lang inaktiv. Trotzdem haben wir dann doch noch ganz knapp gewonnen. Wo die sich aufgeregt haben, ja, das war Schuld der Connection, was gar nicht sein kann, denn bei mir, die Elite, kleiner Schwester und Dark Warrior lief alles einwandfrei und bei Menti auch. Und er hatte angeblich den Host, was ich nicht nachvollziehen kann, denn er war ja nicht mehr MVP. Und ich weiß, dass wenn Menti den Host hat, dass er immer MVP ist, weil er ein sehr guter Spieler ist. Und ja, davor haben wir die auch auf Heaven bei Slayer weggeklatscht. Also es war jetzt nicht nur dieses Game, was wir hier gewonnen haben, sondern zwei Games, die wir hier gewonnen haben. Und ich fand es schon sehr gut hier. Die Customs, die beiden, waren gutes Training für uns. Die meinten, ja, lass Just for Fun Scrim mit ihrem Noob-Team da. Weiß ich nicht, zwei aus NXG, einer R2K und dann dieser HI Fantastics war ganz korrekt. Der hat sich nicht aufgeregt. Der meinte, nö, war doch okay, war ein gutes Spiel. Spaß gemacht, gutes Training. Und die anderen sind so voll ausgerüstet, ja, wir haben hier verloren, bla bla bla, war die Leitung, ey, das war Just for Fun, wir wollten endlich noch ein Game machen, aber dann sind die gequittet, sind halt kleine Scheißkinder. Vor allem die dann so, ja, komm, dann spielt doch mal gegen NXG, ja, ich weiß nicht mal mehr, ob es noch NXG gibt, und wenn, da sind doch eh nur Noobs drinne, außer jetzt Nightmare, der sich jetzt wieder bei GGC eingefunden hat, also total sinnlos, nicht mal dieser BK Returns hat NXG im Namen, also ist für mich einfach nur random. Ja, mich macht das halt so sauer, weil die dann sich hinter Ausreden verstecken, weil wenn ich verliere, sage ich Good Game und weiter geht's, weil die haben uns herausgefordert und heul da nicht rum, weil was soll das denn, man, wir spielen ja Just for Fun und dann muss man sich doch nicht aufregen und gleich quitten. Ich meine, ich habe ja die nicht mal gedisst, ich habe die erst danach gedisst, nachdem die mir so scheiße und frech gekommen sind, weil die hatten die ganze Zeit eine Führung, ihr seht ihr auch in dem Spiel. Bei Heaven haben sie komischerweise nichts gesagt, weil dann war sie gleich von Anfang an richtig zerstört und dann war gut. Danach wollten wir eigentlich noch Simplex spielen, Five Flag. Kam leider nicht dazu, sonst hätten wir drei Spiele gewonnen, aber na gut, war trotzdem okay jetzt. Und wie man hier sieht, ist dieser R2K-Trottel auch ein Noob, wie man es bei R2K gewohnt ist, und die NXG-Typen da waren auch Noobs. Aber diesen HAI Fantastics, den fand ich eigentlich am besten bei denen. Kennt zwar kein HA, ist wahrscheinlich so ein in Anführungsstrichen No-Name-Clan, aber ich fand den jetzt von deren Team am besten, bei uns gerade hier am besten in den Spielen auf Heaven. Und die Karte hier mit Extraktion fand ich auf jeden Fall Elite und Dark Warriors. Also Elites kleine Schwester und Dark Warrior, Menti war auch sehr gut, also wir hatten ein gutes Team. Ich war an dem Tag jetzt hier nicht so fit, hatte mich auch nicht eingespielt, aber wie man sieht, hat es für die Knechte hier gereicht. Ich wollte das andere Video auch noch capturen, aber das lasse ich dann, weil es eh langweilig, da zerstören wir die einfach ganz schnell auf Heaven. Da wollte ich endlich Dark Warriors Sicht nehmen, weil er da voll abgegangen ist, aber das sparen wir uns jetzt. Und ja, die meinten mir, ja, UN ist doch eh tot und so, dabei spielen wir in zwei Wochen den Clan nur gegen WoW, dann machen wir noch ein paar Mal Clan-Training gegen CTL. Also mit CTL habe ich jetzt auch wieder guten Kontakt, auch wenn die jetzt nicht so gut sind, nicht so einen guten Squad haben, was die Aktivität angeht, aber ich verstehe mich ganz gut mit dem CTL-Minova, ich finde, der macht das eigentlich ganz gut bei Halo. Sind zwar viele Jüngere bei CTL drin, was mich ein bisschen stört, weil das damals nicht so war, aber gut, eben das seine. Bei UN sind da jetzt auch ein paar neue Jüngere reingekommen, aber ich finde, hier ist die Disziplin besser. Und dann hoffe ich noch, dass wir gegen das Beta-Team von R2K spielen können, was, denke ich mal, nicht klar geht. Denn Slashgod und Energetics, das sind die beiden aktivsten zurzeit bei R2K. Und die haben mir gesagt, die haben keinen fertigen Squad, kein Beta-Team, kein Alpha-Team, gar nichts. Und der Leader Black Cat ist wohl jetzt zu Call of Duty gegangen. Was ich auch ein bisschen komisch finde, weil erstmal macht er da einen Clan mit 30 Leuten auf und einen Monat später schon wieder Ende. Also sowas finde ich irgendwie gegenüber den Membern richtig ungerecht, denn die geben extra 800 Microsoft Points aus, um im Clan zu sein. Und dann, ja, dann ist schon wieder nach einem Monat zu Ende. Ich meine, 10 Euro sind 10 Euro, da erwartet man ja irgendwie eine Gegenleistung für. Und deswegen dieser Black Cat, habe ich euch gleich gesagt in dem anderen Video, der hat einen Schaden, jetzt hat das selber bestätigt. Na gut. Wie man hier sieht, das Aiming war sehr gut und er hat hier gute Kills gemacht. War ein geiles Spiel.
freue mich auf jeden Fall schon auf GTA 5 im September. Und freue mich auch jetzt noch hier ein bisschen was bei Halo zu machen, weil wir dann ja noch einen UN Halo Squad behalten werden. Also UN bleibt bei Halo, außer mir jetzt. Das verstehen auch viele nicht, die sagen immer, ja, UN gibt's nicht mehr, aber das war jetzt nur auf mich bezogen, dass ich dann nicht mehr bei Halo aktiver sein werde. Aber ich werde trotzdem noch meinen Squad bei Halo lassen, weil ich habe gute Leute, die sollen weiter Halo spielen, denn bei Halo ist UN bekannter als jeder andere Clan aus Deutschland, jedenfalls mit GGC. GGC ist auch bekannt, das weiß jeder. Und ich finde, sowas sollte man nicht aufgeben, denn dafür habe ich jahrelang gespielt, viele Clan Wars gewonnen, das, mich hatet jeder, das war alles harte Arbeit. Und jetzt habe ich auch extra neue Leute reingeholt, zum einen den Schusen, habe ich euch ja schon letztens erzählt, denn den Menti, der benimmt sich jetzt auch am Montag um. Und dann haben wir jetzt noch ganz neu im Clan, da wundert euch nicht, das ist der UN Uwe Ghost, der spielt miserabel, sage ich mal in Anführungsstrichen, ist zwar aktiv, spielt auch andere Spiele, nicht nur Halo, und der ist halt aktiv und ich sage mal, er ist in der Kategorie Fanboy, denn er hat mir extra 1600 Microsoft Points gegeben, können auch andere bestätigen, damit er in Clan kommt. Ich verstehe mich gut mit ihm, er ist lustig, auch wenn er ein bisschen so einen kleinen Schatten hat, aber den haben viele bei UN und deswegen habe ich gesagt, gut, für 1600 Points, komm rein, Junge. Ich meine, Sivo braucht auch mal wieder Microsoft Points, also let's go. Dann auf jeden Fall hier die Hila, die ist auch sehr gut geworden, also da kann man echt nichts sagen, für ein Mädchen ist die Hammer, einer der besten Mädchen, denke ich mal, in Halo aus Deutschland. Und dann finde ich auf jeden Fall auch noch Destiny Elite, der ist zwar nicht so aktiv, aber wenn der mehr spielt, kommt der wieder mehr rein. Ja, Swifty, da weiß ich nicht, was mit dem ist, der macht mehr sein Ding, so aktiv ist er jetzt auch nicht, aber ist auf jeden Fall gut. Dann haben wir noch den UN Phantom, von dem ich sehr begeistert bin, der kommt eigentlich relativ gut mit einem klaren Plan. Was ich auch richtig geil finde, wenn man so Sympathie im Clan hat. Phantom hat eine solide Leistung, ist zwar nicht jetzt der Beste, aber gehört auf jeden Fall zum oberen Drittel der Guten mit dazu. Dark Warrior hat sich zurzeit sehr gebessert, weil ich sag mal, Dark Warrior und ich waren nie die Besten, aber wir haben immer uns richtig reingehängt und dadurch konnten wir uns dann auch mit den Besten so messen schon. Und deswegen Dark Warrior ist für mich zurzeit einer der wichtigsten Leute im Clan. Dann haben wir noch Shining Tier und Teddy, die kennt jeder, die sind leider zurzeit sehr unaktiv, wenn sie aktiv sind, spielen sie auch leider sehr viel Call of Duty. Bei Teddy ist es auch so, da spielt auch manchmal jemand anderes mit seinem Account, gut, Teddy, ja, kann ich verstehen, der hat gesagt, der ist erst wieder bei GTA 5 dabei, weil dieses Ranked-System, das neue hier bei Halo 4, ist ja der totale Bullshit mit Halo Tracker, Halo Waypoint, aber die meinen ja, die basteln da noch dran, genauso wie an MLG, was jetzt Virgin Gaming ist und mit dem Foreshot-System der VR. Also es soll viel gemacht werden bei Halo, ob es dann wirklich gemacht wird, werden wir sehen, ich hoffe mal. Ja, schade, wenn das jetzt schon alles war. Und bei Shining, ja, der spielt ab und zu mal Halo, Clan Wars macht er jetzt nicht mehr mit. Ich weiß nicht, ob er sich jetzt wieder mehr reinhängt, manchmal ja, manchmal nicht. Und der ist zwar gut, aber da geht mehr. Und dann haben wir auf jeden Fall noch den Slashgod und den Energetics von R2K, die gesagt haben, wenn es jetzt bei R2K weiter so geht, dann wollen wir beide bei UN rein. Ich habe die auch gefragt und die meinten, ja gut, die überlegen sich, was jetzt da genauer rauskommt, müssen wir abwarten. Wenn sie kommen, gut, wenn nicht, dann ist mir das auch nicht so wichtig, weil ich kann denen halt nur das Angebot machen, die müssen dann selber entscheiden, was sie daraus machen, aber ich denke, UN wäre eine gute Zukunft für die, denn UN macht viel, UN kennt man und UN spielt für Fame und das machen wir auch von Tag zu Tag, deswegen, hier lohnt es sich eigentlich im Clan zu sein. Und ich finde es auch sehr klasse, wollte ich nochmal erwähnen, dass BOW wirklich gegen UN antritt, weil viele sagen, BOW ist scheiße, aber ey Leute, BOW ist vielleicht nicht der beste Clan, okay, aber für mich gehören sie zur Top 10 aus Deutschland dazu, kann jeder sagen, was er will. Und auch wenn sie manchmal verlieren oder so, ich finde es geil, dass die die Eier haben und wirklich sagen, komm, wir spielen, auch wenn wir verlieren, scheiß drauf, wir spielen, dafür hat man Halo, dafür hat man Clan, dass man Clan was macht. Sowas finde ich richtig geil und da ziehe ich meinen Hut vor, denn ich bin genauso ein Spieler auch gegen SG, da wusste ich auch damals, wir haben keine Chance. Und wir haben gespielt, knapp verloren, aber wir haben gekämpft, wir haben uns den Arsch aufgerissen, weil man sollte nie aufgeben. Das ist egal, das ist ja nicht nur online, das ist egal, was man im Leben macht, man darf nie aufgeben, auch wenn die Situation unschaffbar aussieht, man gibt sein Bestes und wenn man es dann nicht schafft, dann sagt man, gut, ich habe mein Bestes gegeben, es hat nicht geklappt
und vielleicht beim nächsten Mal. Und das fand ich halt scheiße bei Simply und Equiplex, diese Leute, die mal bei UN damals waren, mit denen ich alles verloren habe, weil die haben schon immer vor dem Spiel die Flinte ins Korn geworfen und dann war da keine Disziplin mehr und dann haben wir das Spiel eh immer verloren und sowas finde ich, sowas mag ich nicht. Ich mag wirklich die Leute, die sagen, ey, wir geben unser Bestes und holen halt das Beste Mögliche aus uns raus und das, dafür ziehe ich meinen Hut vor WoW. Soll jetzt kein Gesteinelt sein, ist wirklich meine Meinung. Und das finde ich halt schade bei R2K, denn das ist genau das Gegenteil. R2K ist vielleicht ein Stück besser als WoW, aber ein Top-10-Ranking auf ninja.egoditor.com ein paar Plätze hinter WoW, weil die keine Clans spielen. Und das ist für mich dann kein Clan, sorry, weil wenn man einen Clan hat, spielt man oder man spielt nicht und dann ist man für mich kein Clan oder mindestens ein sehr miserabler Clan, so wie R2K, die sind halt meiner Meinung nach miserabel. Und CTL ist damals bei Hello Reach gut gewesen, da ziehe ich meinen Hut vor. Die haben knapp damals ganz, ganz knapp gegen UN gewonnen, aber gewonnen ist gewonnen. Jetzt bei Hello 4 sind sie nicht mehr so mega aktiv, nicht mehr so stark mit den Leuten, aber sie hatten immerhin mal was erreicht und das muss man respektieren. Wenn irgendjemand zu CTL irgendwie anmacht oder so, verteidige ich die auch, weil ich weiß, was die schon alles auf die Beine gestellt haben, genau wie UN. Es gibt immer schlechte Zeiten, gute Zeiten. Und ich denke, zurzeit ist eine mittlere Phase wieder bei UN. Wir bauen uns derzeit wieder auf. Ich war jetzt ein bisschen inaktiv, aber mein Gott, UN weiß jeder, wir hatten auch schon die richtig krassen Momente, wo wir das gewonnen haben, wo wir in Deutschland die besten Spieler auch teilweise hatten. Und deswegen, da muss man auch Respekt haben. Genau deswegen capture ich das Video hier gegen diese Vögel, weil die hatten keinen Respekt, außer der HII Fantastics. Aber diese NXG-Typen, diese R2K-Typen, mein Gott, die hatten ja voll die fette Führung, verlieren dann. Ich weiß nicht, wie man so eine Führung abgeben kann. Und dann schieben sie es auf die Leitung. Und sowas ist unerklärlich für mich. Ich will euch hier auch nicht immer mit demselben Thema zutexten, aber das regt einen persönlich auf, weil ich bin halt ein Vollblut-Halo-Spieler. Was kann ich nicht ab... Siehst du, da haben sie noch gekillt, also was wollen die denn? Das ist doch nicht die Leitung. Ach, war alles Ausrederei, ja, die Knechte. Dann haben sie ja auch auf Heaven richtig Kraft verloren. Warum haben sie denn da nichts mit der Leitung gesagt? Außerdem just for fun und dann aufregen, die Leute liebe ich ja. Nice, man, dadurch hat er sie richtig geil aufgehalten, wir konnten den Punkt machen, unentschieden, jetzt ist alles wieder drin. Jetzt ist das Spiel ähnlich zu Ende, wie gesagt, wir haben es gewonnen, könnt ihr euch noch angucken, war richtig cool gemacht, das Spiel, weil ich mag so eine Spiele, die sich drehen, wo man denkt, man verliert und dann haut man durch, das kann nicht jeder, einfach nochmal weitermachen und dann noch den Sieg holen, weil die meisten gehen dann schon auf, wir nicht, UN kämpft bis zum Schluss und wie man sieht, hat es diesmal richtig geil gelohnt. Zum Abschluss wollte ich auch nochmal sagen, besucht die Seite ninja.egoditor.com, ist unsere Clan-Seite, da seht ihr mehr Infos. Ab September habe ich dann da noch eine neue Kategorie mit den neuen Membern, weil wir kriegen ja ganz, ganz viele neue Leute für den GTA-Squad rein, noch ein paar für den Halo-Squad, also GTA, da kommen viele bei UN rein, UN wird ein bisschen größer, aber dafür ist strukturierter, ich werde mich dafür einsetzen. Und ja, empfehlt das Video auch, liked es von mir aus, würde ich mich freuen. Und wer will, kann mich auch bei Facebook adden. Ich heiße Sibo, Leerzeichen Ninja. Den kann ich euch in die German Halo Gaming Gruppe einladen. Die hat über 500 Mitglieder. Ist eigentlich eine ganz coole Gruppe soweit, weil ich schreibe da fast jeden Tag was Wichtiges rein. Wird zwar auch ein bisschen gehatet, soll auch lustig sein. Die Gruppe ist immer was los. Ich denke, dafür, dass das UNs Gruppe ist mit über 500 Mitgliedern, ist es eine coole Gruppe. Und ja, wie gesagt, kommt da rein, ich würde mich freuen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag heute, schönes Wochenende und ich hoffe, es hat euch gefallen, mal wieder was von UN zu sehen. Bis dann, Peace. Extra here.